Was ist eigentlich mit den Oppositionspolitikern? Haben die gar kein Recht mehr, im Fernsehen aufzutreten? Wirklich. Und unsere lieben Kollegen von Maschek wissen mehr. Die Opposition kommt bei uns nur mehr in Form von Bilderrätseln vor. Was hat Hatzi Strache heute gesagt? Ha? Haben Sie es erraten, dieses Bilderrätsel, dieses Trudel? Für uns gibt es viel Luft nach oben, daher rufen wir nach Wahlen. Wir werden jetzt immer öfter diese Trudel einbauen. Entschuldigung, das schreibt mir ganz an, dass Wahlen mit da ohne stammen. Aber was soll der Scheiß? Für so einen Scheiß habt ihr Sendezeit und wenn ich in die Sendung will, habt ihr überhaupt keine Zeit. Herr Vizekanzler, sind Sie froh, dass Sie noch live in die Sendung kommen dürfen und nicht auch als Trudel hier was bei uns? Das heißt, das ist eine Frechheit mit der Junker. Ich meine, das sieht da weit und breit überhaupt kein Trudel. Da ist überhaupt kein Trudel links da rechts von mir. Weitere Nachrichten vom Tag jetzt in Kurzform, aber da kommt gar nichts mehr herein, sehe ich. Scheinbar ist Sonntagabend nichts mehr passiert, nichts mehr los. Trotzdem werde ich heute nach Feierabend noch auf ein Bier gehen. Ich schaue mal im Hauskanal, ob wer Zeit hat, ob Anne will. Ja, das weiß ich nicht, aber ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit. Sonntag ist im Zentrum Zeit. Ich habe zu tun. Tut mir leid. Aber sag einmal, Ingrid, was mich interessieren wird, habt ihr euch heute die Gäste selber aussuchen dürfen oder sind wieder von allen Parteien irgendwelche Leute geschickt worden? Naja, es ist so, heute ist nur einer da. Der Bundeskanzler hat gesagt, er möchte die Sendung gerne selbst ganz alleine machen. Das ist gut für mich, da habe ich mich nicht vorbereiten müssen, weil es ist ja so, der Bundeskanzler wird jetzt die Fragen stellen und zwar an mich. Ich bin schon gespannt, welche Fragen Sie haben. Ja, aber Frau Dörnhe, das haben Sie jetzt falsch verstanden, wie ich gesagt habe, ich will es alleine machen. War nicht gemeint, dass ich die Fragen auch stelle. Das müssen schon Sie tun, ja? Aber das wäre ja praktisch, dass Sie einmal das Wählervolk fragen können. Also mich als Frau zum Beispiel. In meiner Position? Haben Sie eine Frage für mich? Naja, das würde ich in der Tat ganz gerne mal ausnutzen, weil meine Frau, die Martina, ist da immer ein bisschen zu höflich mit mir. Meine Krawatte, schauen Sie sich einmal an zum Beispiel. Wie finden Sie mein Outfit? Ist die Krawatte okay? Sitzt das alles Herr richtig? Bundeskanzler, ich finde ein bisschen zu lang. Ja? Ein bisschen zu lang, dann versuche ich es kürzer. Frau Thurnherr, mein Outfit ist in Ordnung. Krawatte gut? Fragezeichen. Zu lang. Zu immer lang. Noch zu lang. Naja, Sie machen es aber wirklich nicht leicht. Ja? Weil jetzt habe ich zwei Anläufe gehabt. Beim ersten Mal habe ich sehr lang, beim zweiten Mal mittellang. Also versuche ich es beim dritten Mal jetzt ganz kurz zu sagen. Frau Thurnherr, Krawatte, Doppelpunkt. Zu lang. Also die Krawatte ist zu lang. Ja. Wie Sie die Frage stellen, ist mir egal. Die Hose ist dafür ein bisschen zu kurz. Aber Sie hätten ja die Gelegenheit nutzen können, um Fragen zu stellen, so, was das Volk betrifft. Ja, Fragen an das Volk von Ihnen. Das wäre doch was. Das Volk. Ganz mal auf, Frau Thurnherr, ich bin ja nicht von der Volkspartei, dass ich mich fürs Volk interessiere. Also, schaut, wir machen das bitte wie jede Woche. Wir schicken Ihnen die ganze Woche verschlüsselt die Fragen als Trudel, damit die anderen nicht mitkriegen, dass die Fragen vorgegeben sind. Sie haben eine Woche zu entschlüsseln Zeit und dann fragen Sie mich das hier. Ja, das möchte ich jetzt vielleicht einmal erwähnen, ja. Diese Trudel trudeln ja im Sekundentakt ein. Das ist ja schon eigentlich eine Form von Stalking. Wenn das nicht aufhört, die Konsequenz jetzt als Schüttelreim. Wenn Sie mich mit die Trudel stalken, werde ich Sie Ihnen Strudel talken. Maschek! Vielen herzlichen Dank. Das war Maschek. So.